Hallo, mein Name ist Petra Werner. Ich bin Hauptkuratorin am Porzellanikon in Selb und Hohenberg an der Eger. Und wir befinden uns heute hier in Hohenberg an der Eger in unserer Dauerausstellung. Und ich möchte Ihnen ein ganz besonderes Stück vorstellen. Wir haben hier eine Doppelhenkelvase mit Deckel auf einem hohen Podest stehend, das hier in Hohenberg entstanden ist dieses Objekt, nämlich in der Porzellanfabrik Carolus Magnus Hutschenreuther. Und zwar gab es in dieser Fabrik ab 1877 einen Katalog für Luxusporzellane, in denen diese Vasenform bereits abgebildet wird. Im Laufe der Jahrzehnte wurde diese Form dann mit unterschiedlichsten Dekoren versehen und wir haben hier eine aufwendige Handmalerei, wo man in Reservenfeldern eine Szene sieht, ein Paar, das musiziert, umgeben von verschiedenen Rauten mit Rosenblüten, umgeben von einem Blumenornament, aufwendige Goldmalerei in Poliergold und natürlich auch noch eine Goldmalerei an den Henkeln und oben bei dem Knauf. Das Besondere an dieser Vase ist die Provenienz, denn sie befand sich ursprünglich im Schloss Emmeram in der Sammlung von Thurn und Taxis und kam nach 1993 nach der Sotheby's-Auktion in den Verkauf. Ursprünglich stand sie im Apartment von Fürstin Margarete. Und das Porzellanikon hat sie vor einigen Jahren als Spende von einem Privatmann erhalten. Und somit kam diese Vase wieder, wie wir so schön sagen, back to the roots, nach Hause von Hohenberg in die weite Welt und dann wieder zurück, wo sie heute hier im Porzellanikon dauerhaft präsentiert wird.